Ja, nee, dann lande ich hinterher auch noch im Koma. Wieso ist das einem passiert, oder? Jo, und da sind wir wieder. Ey, warte! Und geht da unten viel los? So, jetzt sind wir wieder da, Ah, ja? ach so, sorry. Ja, geht da viel ab? Ja, ein bisschen. So viel nicht, aber ein bisschen. Aber Besser als nix. bleib da drin, Spinne. Weißt du, du wechselst dann mal eben zum Block und dann. Oh, so, jetzt kann man noch mal sehen, was hier abgeht. Eigentlich braucht man hier mal jetzt ein Feuerzeug. Das wäre mal echt nice. Für was? Ja, hier draußen der Krüppelbaum. Aber hier ist doch vorne Eisen drin. Oh, Apfel. Flint. Eisen habe ich da auch gerade irgendwo gesehen. So, gucken wir mal hier. Eisen. Habe ich Ja, nur Eisen? deswegen pflanze ich lieber diese Birkenholzbäume. Ja. Vor allem Birkenholzbäume, anstatt einfach Birken zu sagen, weißt Ja, stimmt. Macht irgendwie keinen Sinn, ne? So. Geil, ey. Birkenholzbäume, das ist ja mal richtig gut. Gibt's dann bestimmt auch Birkenholzbaumfurnier. Wie sieht das bei mir vor der Hütte aus hier mit den Bäumchen? Oh. Oh, jetzt habe ich auf jeden Fall schön viel Glas. Hoffentlich kriegen die anderen dann nicht spitz. Alles in die Ender-Chest. Komplette Ender-Chest voll. Nur mit Sand. Ja gut, ich meine, komme ich auch schnell wieder hin, selbst wenn da irgendwas ist. Nee, ich habe kein Eisen, also ich kann jetzt kein Feuerzeug machen. Ah, ich hab Eisen. Ich hab sogar noch irgendwo ein Feuerzeug, aber keinen Bock, das jetzt zu suchen. Ach lol, ich hab sogar noch über ein Stack Arrows da drinnen. Nee, 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 zu viele Pfeile. Was soll ich denn damit? Also ich kletter jetzt mal eben hoch zu meinem Haus da oben Ja. auf der Zinne und baue da mal ein paar Fenster ein. Deshalb auch die ganze Aktion mit dem Sand, voll ätzend, ey. So, ich habe Flintenstiel. Weißt du, das ist auch so richtig kacke hier. Ich wollte so eine. Oh, boah, das war gefährlich hier. Nee, hier war gerade so eine. Ich habe so, nur so einen Block breiten Steg hier, weißt du? Und da war eine Spinne. Und das ist voll hoch. Wenn ich da runterfalle, bin ich sofort tot. Ja, sei mal froh, dass dich kein Achmed von der Seite runtergeballert hat. Ja, das geht hier nicht, glaube ich. Na, sagt das man nicht? Ja. Saubäumchen, du bist jetzt dran, Kollege. Hoffentlich zünde ich jetzt nicht aus Versehen die Arena an. Das wäre Doch, nämlich ein bisschen scheiße. doch macht das. Ja, soll ich? Nein. Zu spät. Ah, nein, Quatsch. Dann kommen die nächste Mal Arena weg. Geil, danke. Freut man sich doch, ne? Ich muss das aber aufpassen. Ich hatte das vorher echt noch irgendwie übergreift, aber dürfte eigentlich nicht passieren. Das ist ein paar Blöcke davon entfernt. Ja, nee, so weit geht das nicht. Bingert hier oben, ich sehe dich. Was? Da. Voll hoch. Was? Wie bist du da jetzt hingekommen? Du musst bei mir rein und dann rechts in den Gang direkt. Rechts direkt in den Gang rein. Ja, und da geht dann eine Leiter in der Ecke hoch. Da wurde auch gerade zur Monsterfalle. Ja? Da muss eine Leiter hoch, dann den Turm hoch. Ach da, Und jo. dann ist da ein so ein Ausgang, wo es dann auf so eine Brücke geht, die noch nicht fertig ist. Oder auf so einen Steg eher. So, jetzt sind wir in dem Turm drinne. Alter, was eine Treppe. Ja, ne? Ach, was mache ich denn? Jetzt habe ich hier wieder Blöcke reingemacht, obwohl ich da. Bin ich blöd, ey. Ich bin so Vor doof allem das hier. ganze Ding ist zugeschneit hier, lol. Ja, das ist super ätzend noch. Aber jetzt habe ich nicht genug. Ey, boah, ich habe. Weißt du, ich mache extra Scheiben aus den Blöcken und jetzt habe ich die Blöcke wieder hier. Ich muss irgendwie mal Behutsamkeit verzaubern, das wäre geil. Habe ich auch noch nicht. Ja, muss ich wohl gleich nochmal runterrennen, aber. Ah, bist schon hier in der Nähe? Ah, da bist du. Ah ja. Voll der krasse Weg hier hoch, so ey. Heftig. Dann erstmal hier. Und ich will dann noch eine Brücke hier quasi hier rüber bauen, so. Und dann habe ich da drüben meine Felder und so drauf. Ich annektiere hier so die ganzen Sachen einfach. Boah, da hast du auch so einen richtig schön lecker abgehackten Berg. Ja, ne? Da muss man hier auf einer. Ah, gut, auf der anderen Seite können wir jetzt nicht mehr runter gucken. Aber hier links auch. Heftig, ey. Guck mal.
Da hinten links der Berg und hier vorne rechts der Berg. Die sind beide so. Ja, stimmt. Das sind Steilwände, hör mal. Da ist nichts mit. Das ist richtig so. Das sind Wurmswände. Da siehst du ja alles in 2D. Und dann das, ja, oder so Terraria-Wände. Ja, schon hoch hier. Aber ich, ich gehe jetzt auch noch mal runter, weil ich muss noch Glas holen. Da hinten ist die Bar oder was das ist? Cocktailbar oder sowas? Ja. Die Arena. Ich wollte mal gucken, ob ich von irgendwo hier unten mich noch an den Steg anschließen kann. Alter, jetzt wäre ich hier fast runtergesprungen. Warte mal, komme ich vielleicht sogar da rein? Boah. Hui. Alter Schwede, boah, ich hab das auch noch geschafft, finde ich gut. Was hast du denn geschafft? Jawohl, ich bin einfach in den Wasserfall reingesprungen. YOLO. Ah gut, du hast einen schnellen Weg runtergefunden. Das ist sehr gut. Ja, musst du nur treffen, ne? Weil sonst sieht das schlecht aus. Ja. Von mich war vorhin verzaubern und bin jetzt schon wieder Level 13. Mein Gott. Warum? Was machst du? Ich hab das drauf. Ach so, ja, stimmt. Ich hatte ja gerade auch noch Eisen im Ofen und so. Weil ich alles rausgenommen habe. Hier habe ich doch noch Eisen. Bisschen. Das schaffe ich schon mal direkt alles da hoch. Bevor mir einer klaut. Ich kann bei mir gar nicht mehr so viel machen, weil ich kaum noch Diamanten habe und so. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel ausgraben. Ja, wir können ja mal einen großen Mining Run machen. Boah, habe ich schon so oft gemacht, ne? Vor allem war ich auch jetzt heute farm über eine Stunde und nichts, nicht ein Diamant. Okay, gerade eben noch irgendwie 6 Stück oder so, mehr aber auch nicht. Boah, trotzdem ätzend, das, ey. Das ist echt bitter. Zack. Ach, Apfel habe ich ja auch noch, ne? Wie viele Äpfel habe ich denn jetzt? 37 Stück. Das reicht erstmal. Aber ich habe auch gerade 37 Kartoffeln gebacken. So, ich meine, ich hätte jetzt hier oben noch irgendwo ein bisschen Gold und Eisen ungeschmolzen. Ach, da habe ich sogar noch ein Feuerzeug drin, lol. Ja, Gold. Hüp, hüp, hüp. Hey, geil. Hey. Ach, da. Okay, den Cleanstone brauche ich erstmal. Hauptsache, der hat bei mir erstmal die Hälfte nicht geladen, lol. Voll die Löcher in der Wände. Echt? Ja. So, was ist jetzt mit dem Sand? Sand ist fertig. So. Ah, ist doch nice. Das ist doch nice. Dann packen wir hier noch Gold rein und dann hat sich die Sache. Ja, so. Brauchst du Gold für irgendwas noch? Ja, für Goldäpfel. Ach so, ja, gut. Damit ich den Jungen so richtig auf die Fresse geben kann. Ja, früher oder später kommt der Tag, ja. Da artet das hier wieder richtig aus. Ja, ne? Und dann will ich ordentlich equipped sein. Musst du allen auf die Schnauze hauen. Dann gebe ich den richtig auf die Fresse, mach alle Betten kaputt und mach den Spawn voll mit Lava. Dann sag Bescheid, ich bin dabei. Das hört sich sehr gut an. Für mich, also. Das ist dann das neue Gefängnis. So, ich hab doch gerade Treppen mitgenommen, hab ich die weggeräumt, ich Vollhorst, ey. Na, eigentlich müsste ich hier die Gänge mal abändern, weil das ist ganz schön gefährlich. Was denn? Ja, die Gänge, die ich hier bei mir hab, weil ich hab den ganzen Boden aus Holz und wenn du einen Raum anzündest. Oh ja. Dann hast du richtig Arschkarte gezogen. So, das schmeißen wir erstmal fast alles hier rein. Hä? Hey, warte mal, bis dahin passt das eigentlich ganz gut. Aber was mache ich dahin? Cobblestone, Gravel. Ne, Gravel ist kacke. Ja. Dirt ist auch kacke. Ja, so Kies in der Wohnung. Ich wollte ja immer gerne Rasen in der Wohnung haben, das ist irgendwie cool. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür nehmen soll, ey. Soulsen ist auch blöd. Aber irgendwann muss ich dafür nehmen. Ja. Sieht denn das aus mit normalen Cleanstone? Ja, das geht eigentlich. Ja, kann man machen.
Ja, kann man machen. Sieht zwar kacke aus, aber kann man machen. So kam das jetzt rüber. Ja, sieht auch schon irgendwie ein bisschen kacke aus, aber lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen, als das so zu lassen. So, ich muss halt hinterher sowieso nochmal wegmachen, weil ich halt alles mit Pistons und so verbau. Die ganzen Gänge von mir. Und wenn dann da einer langläuft, dann ein Schuss. Okay. Wie beim Pitter? Nee, noch ein bisschen assiger. Okay. Ich habe dem Peter erstmal seinen Fallschacht zugemauert. Ich bin einfach unten das Wasser weggemacht. Da ist ja kein Wasser unten. Was denn? Nee, gar nichts. Der muss ja nur so einen Schritt vorgehen, um überhaupt reinzukommen. Ach so, das meinst du? Ganz am Anfang. Ja. Aber ich glaube, der guckt da immer rein, ne? Ja, denke ich mal. Soll er mittlerweile daraus gelernt haben, weil war schon öfter mal der Fall. Ist der paranoid, ne? Oder nur vorsichtig. Oh, mein Lager. Die Grenzen sind fließend. Ah, komm mal her, so, da sind meine Stufen. Ich muss mir jetzt hier irgendwie so ein kleines Treppenhaus ausdenken, ne? Das ist voll nervig, ey. Lol, WTF, wo komme ich denn hier? Ach ja, stimmt. Warte hin. Ja, hier unter einem meiner Gänge ist eine Treppe nach unten ins Cave. Bisschen versteckt. Oh. So, nice, nice. Okay, das passt. Dann müssen wir jetzt hier noch die Dinger wegnehmen. Ich glaube, dann habe ich alle Gänge. Dann hast du alles ausgetauscht jetzt, was? Jo. Krass. Na, war nicht viel. Ach so. Aber das könnte immer noch zu gefährlich sein. Ich glaube, ja doch, das greift einfach über hier. Scheiße, ich muss noch weiter zurückbauen. Oh no. Noch zwei Blöcke dran. Aber egal, soll ich wieder ein bisschen Holz zurück. So, jetzt kommt hier die nächste Etage drauf. Wofür ich auch noch Holz brauche bald, ey. Scheiße, ich habe gar keinen Bock, Holz zu farmen. Das ist echt voll nervig. Ja, ohne den Timbermod ist das voll nervig, finde ich. Ja. Was, habe ich jetzt keinen Cleanstone mehr? Nein. Am Arsch, ich muss doch was haben. Nicht dein Ernst. Hast du jetzt echt keinen Cleanstone mehr? Ich habe zwar Kabel ohne Ende, ne? Aber, ah doch, da habe ich noch was. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber werde ich jetzt gleich sehen. So, erstmal hier den Übergang in die zweite Etage fertig gekloppt, Himmel. So. Ah, hier mache ich auf jeden Fall noch Türen überall hin. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ah, ne, machen wir anders hier. Boah, ich muss hier noch so viel buddeln bei mir zu Hause. Ja. Bau doch lieber draußen auf den Berg, dann musst du nicht so viel ausgraben. Ja, nee, kommt auch noch, außen auch noch, aber ach so. Auch drinnen erstmal noch Platz. Ey, hätte ich alles hochgeladen, ne, weil ich bis jetzt gemacht habe, ich wäre locker schon bei Part 120 oder so. Okay. Jetzt ohne Scheiß, warte, ich habe bei mir eine Statistik. Ja, Minuten gespielt, 3,46 Tage. 139 mal ausgelockt. Nur auf dem Server hier, oder was? Ja. Krass. Mein bisschen, Gott, ich hab ein bisschen gespielt. Was ist mal hier los? Ich muss aufholen, die ganzen Leute hier, die schon seit ein paar Wochen und Monaten hier zocken. Ja, seit wann gibt's das eigentlich genau, weißt du das? Ne, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Das ist länger. Ja. So, jetzt mache ich mal ein paar Türen. Ich weiß noch nicht, wie viele. 10? Ne, 10 reichen 100. Nicht. 20 Türen reichen, glaube ich, ja. Alter, ganzes Inventar voll. So, hier geht's dann hoch. Und Preja-Plates brauche ich dann aber auch. Preja-Platten? Preja-Plates, ja, brauche ich auch noch. Okay. Die Scheiße, WTF. Die kannst du doch aus Kobbel machen. Wieso hey, das sieht ja kacke aus. Ja, erstmal für die Funktionalität, bis du Holz hast.
Ach, hab Holz. Ich hab noch Holz. Ah, du hast Holz. Aha. Oh, falsche Seite. Das hättest du mir jetzt nicht sagen dürfen, Sebastian. Wer hat denn noch Holz? Nein. So ein fiesen Möb bin ich nicht. Was, dein Ernst? Es gibt keine Helm Pressure Plates? Nee, gibt's nicht. Nee. Gibt's nur dunkle? Bah, ist das hässlich, Alter, heftig. Okay. Mann, du dämliches Fick-Skelett, weißt du? Du kannst mich mal so von einem Arsch lecken hier. Du dämliches Fick-Skelett. Ist auch ein sehr schönes Wort. Ah. Sorry, erstmal abhusten. Wie komme ich denn da am geilsten hin? So. Egal. Ich glaube, da waren ein paar Türen zu viel. Du hättest 50 machen sollen, wie ich gesagt habe. Dann. Aber lieber zu viel als zu wenig. Oh, ich habe wieder nur 2,5 Herzen. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Sterbe ich gleich wieder, ey. Obwohl. Ah, jetzt habe ich noch 8 Stück. Boah, hoffentlich habe ich jetzt nicht. Ich habe ja wohl jetzt nicht gerade meine Axt da oben reingelegt, ne? Dann beiß ich mir jetzt so im Sack, ey. Ah, habe ich. Und das Eisen auch geil. Oh, soll ich hier ernsthaft 2 Türen hinmachen? Ja, wenn ich das jetzt so mache, dann bin ich richtig behindert. Boah, da kriegst du ja einen Anfall bei so vielen Türen. Na, nee. Hier lasse ich die weg. Muss nicht sein. Also, überall links, rechts ist einer drin. Jo. Dann passt das. Oh, geil, ist immer noch Glas drin. Noch mehr Glas und noch mehr Glas und noch mehr Glas. Ah, ich habe auch jetzt ordentlich Glas. Oh, doch, da. Oh, ich habe das Eisen gerade nicht rausgelegt. Boah, habe ich ein Schwein, ey. Aber ich habe das Holz rausgelegt. Ja. Yeah. Was brauchst du denn für Holz? Ist das egal, oder? Irgendwas, ich will mir nur eine. Obwohl, warte, ich hab schon. Hab noch welches gefunden hier. Okay. Und 2 so Sticks. Nee, ich will mir nur eben eine Eisenachse machen. Und dann gehe ich mal schnell ein wenig. Boah, ich habe irgendwie so ein Kloß im Hals gerade, ey. Dann gehe ich ein bisschen Holz farmen. Da hinten beim Pidder. Oder bei dir, oder wo das ist da. Ja, ich finde da voll hässlich, was die da gemacht haben. Die haben da einfach so eine Grasplatte hingezogen, weißt du? Und ja, da Dinger drauf gesetzt. Sieht nicht schön aus. Nee. Vor allem hier fehlt auch noch ein bisschen Dirt, ne? Ja, irgendwie schon. Ach, da bist du ja. Wo ist das hier links irgendwo, ne? Oder? Die Baumfarm? Ach, ja, hier. Ja, hat noch nicht geladen, kann ich auch nicht so sehen. Jawohl. Oh, Creeper, hallo. Master Davis 8 und 1. Oh, Hilfe. Mann, ich will eine automatisierte Baumfarm. Naja, wenn man Feed the Beast und so gezockt hat, ist das schon ein bisschen verwöhnt. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich auf jeden Fall gerne hätte, sind Solarpanel und Electric Furnace und so. Ja, was ich lieber hätte, ist diese Pipes zum Sortieren und so, weißt du? Für ein Lager, das ist auch geil. Machst am Anfang eine Kiste, schmeißt das rein und fertig. Ja. Boah, aber keiner von den Bäumen hier stirbt ab, ne? Kann das sein? Wie meinst du? Ja, da musst du ja wirklich alle Bäume hier fällen, damit oben das Laub weggeht, oder? Stimmt. Weil die alle ineinander hängen. Ja. Nee, da habe ich jetzt aber keinen Bock zu. Also wer hier so eine unausgegorene Scheiße baut, ja, da habe ich keinen Bock drauf. Da besorge ich mir irgendwo anders her Zeppelins und setze sie einfach da unten hin. Müsste ja eigentlich auch wachsen dann. So nice, es ist das hier zugebaut. Geil. Was denn? Ja, die Schlucht, die hier unten drunter ist. Hier vorne muss ich auch noch was zubauen. Da ist ja nicht mehr viel. Dann ist der ganze Boden zu. So, und wenn du dann hier langlatscht und du hast einen Creeper am Arsch und der explodiert, dann kann das gut sein, dass du hier runterfällst und stirbst. Ist doch bestimmt so gedacht. Extra so eine ganz banale Falle. Von mir ist das so gedacht, ja.
Ich habe schon gesagt, das ist hier alles mein Grundstück, alles hier vorne bis zum Petersberg. Wir können ja mal in der Nacht- und Nebelaktion alle Gehwege entfernen, bis auf den Grund. Und nur so einen einbreiten Dingens. Einen breiten Steg darüber. Ja. Und dann warten wir irgendwo mit Pfeil und Bogen und schießen dann immer auf die Leute, wenn die online kommen. Und noch ein Helfer steht unten und sagt die Sachen ein von denen. So voll Arsch. So, ab nach Hause. Packen wir neu hier das Zeug in die Kiste. Wie viel Gunpowder haben wir denn mittlerweile? Ja, ist viel. Ah, knapp 2 Stacks, ist nicht so viel. Okay, okay. So. Ah, ja, warte mal. Ich hatte da noch Holz hier drin, ne? Ja. Ach, Holz, wie Glas. Ich eigentlich? Oh, 100 Holz bisher erst, ey. Was ist so mühselig, Holz zu sammeln? Och, ich werd müde, ey. Echt? Mhm. Dann zieh dir ein Monster. Ja, ne, dann lande ich hinterher auch noch im Koma. Wieso, ist das einem passiert oder was? Ja, kam heute in den Nachrichten, so ein 16-Jähriger hat auf LAN-Party innerhalb von 6 Stunden 2 Liter Energy-Zeug getrunken und ist dann ins Koma gefallen. Lol, wieso das denn, ey? Ja, keine Ahnung, der verträgt halt nichts. Den darf bestimmt zu Hause keine Cola trinken und hat dann das erste Mal so was Heftiges gesoffen, ey. Ja, keine Ahnung, ich mag generell so Energy-Zeug nicht so gerne. Ich zumindest auch nicht in Mengen. Ich auch nicht. So mal geht das, dann ist das doch ganz okay, aber so dauernd, ey, boah. Ja, ne, weil das zerfickt einem auch richtig im Magen. Ja, glaube ich auch. Das schmeckt schon so, als ob es das machen würde. Ja, ist auch so. So voll mega künstlich so. So voll das chemische Zeug. Irgendwie schon, ne? Du kannst doch direkt koksen. Ja, ist doch so. Habe ich auch letztens gelesen, irgendwie so, in dem Fernsehen war das so eine Werbung von irgendeinem auch so einem Energy Drink und dann mit Coca-Blatt. Habe ich auch gedacht, okay. Gedacht, das wäre verboten. Obwohl vielleicht so ganz kleine Spuren darf man dann, um die Leute nur süchtig zu machen. Ja, ja, wie bei Cola früher. Ja. Ich habe letztens aber so eine Reportage gesehen, dass früher auch in Nasentropfen Kokain drin war. Wahnsinn. Ja. Richtig. Ich fühle mich so gut. Ja, glaube ich, ey. Das ist krass. Obwohl Koks voll heftig sein soll. So, was mir mal einer erzählt hat, den ich kenne, der es mal genommen hat. So, er hat gesagt, du fühlst dich irgendwie am Anfang wie Gott und wenn du runterkommst, fühlst du dich so, dass du eigentlich permanent heulen willst. Und das war so ein Libanese, ne? Also. So ein ganz harten Gangster ist genau. Dann eigentlich. Und dann 2 Stunden später, oh mein Koks ist alle. Gib mir meinen Hello Kitty Becher wieder. So, dann pflanze ich jetzt mal nach, wa? Ich weiß noch nicht mehr, wo die waren, die ganzen Blöcke. Warum ist Swan bei mir zu Hause? Wart? Ach, stimmt, scheiße. Ich glaube, ich mach den ganzen Boden nochmal weg und mach den aus Half-Steps. Was? Warum das ganzen, denn? Ja, weil auf Half-Steps spawnen keine Monster, ist egal wie dunkel das da ist. Ah, okay. Also kann da zu Hause auch ruhig ein bisschen dunkler sein, aber dann ist die Atmosphäre geiler. Und die Gegner kommen nicht einfach so und ich habe immer noch einen scheiß Weg nach oben. Ja, ich auch. Bis zu mir da. Ich muss hier immer noch so durchschwimmen von unten nach oben. Ehrlich? Boah, nee, das hätte ich schon geändert. Da habe ich keinen Bock drauf, ey. Schlag dir doch eben irgendwie so ein Treppenhaus da rein. Das geht der Rückzug eigentlich. Ja, ne, will ich ja nicht. Nee? Nee. Ja, kannst ja später wieder zubauen, aber für jetzt so. Ein Treppenhaus. Warte mal, hier ist die Mitte von dem Raum. Das heißt, da vorne wäre der Ausgang. Ah, scheiße. Keine Ahnung, egal. Ich lasse es einfach. Ändere ich irgendwann. So, Kartoffeln ernten. Oh, ich habe genug Holz, Sebastian. Ich habe 3 Stacks. Geil. Geil, endlich Holz, ey. Jetzt brauche ich mir jetzt mal keine Sorge mehr darum machen, ey. Ich würde ja jetzt nochmal die Kühe füttern. Ja. Aber ich bin jetzt gerade hoch. Ich gehe jetzt gerade schon hoch. Also ich habe. Nee. Geh nicht wieder runter. So, wie viele Kartoffeln haben wir denn noch?
Ja, doch, doch. Ich hätte eigentlich den Weg hierhin viel leichter bauen können zu meinem Haus. Fällt mir aber mal auf. Hier hätte ich hochgehen können, das mache ich auch noch, ey. Ach, da sind sogar noch Kartoffeln in meiner Kiste drin, lol. Boah, hier sind keine Treppen drin. Treppenhäuser ohne Treppen, die zacken so hart, ne? Ich weiß, Leute, das sieht scheiße aus noch hier, aber ich muss halt alles noch verbessern. Aber mir auch. Ist alles noch in Arbeit. Aber sowas von. Ach, siehst du, scheiße. So, zack, Handkante, bisschen Holz. Ach, obwohl Weizen hast du ja auch bei dir. Da muss ich ja nichts von mir mitnehmen. Okay, boah. Mach doch in deiner neuen Wohnung so eine Minecraft-Tapete. WTF? So eine Cleanstone-Tapete wäre aber schon nice irgendwie, ne? Das wird mal richtig geil sein, ohne Kack. Stell mal vor. Heftig. Na, so da. Das wäre echt cool so. Und dann auch so. So ein Türaufkleber. Ja, das auch. Und dann am Fenster machst du dann auch einfach so ein Screenshot von deinem Haus aus und druckst das dann in groß aus und hängst das dann ans Fenster. Genau, das auch noch so. Hätte schon was. Der Peter sich doch wahnsinnig drüber freuen über eine Cleanstone-Tapete. Da geht ihm doch direkt einer ab, ey. Ich glaube, das wäre echt richtig gut. Glaube ich auch. Toll, aber jetzt habe ich da unten Birke benutzt. Ach, scheiß drauf, ich tausche die Birke aus. Aua. Hallo Muku! Na, wollt ein bisschen nom nom? Na, wollt ein bisschen nom nom? Ja, Muku, guck mal her. Man kann sich jetzt gerade nicht sicher sein, ob das Deutsch ist, was du redest. Ja, das ist Kindergartendeutsch. Ah, okay. 2, 3, 4, 5. Ja, Muku, da, ja, komm, lecker nom nom, ja. Mm. So, oh, jetzt ist eine ohne Popo 6. Oh, armes Tuk-Tuk. Echt? Eine kriegt nix. Nee, eine kriegt aber nix. Aber die haben noch immer nur Kopfsex, die Kühe. Die reiben doch immer nur ihre Köpfe aneinander. Das müsste ja heißen, dass die Muschi von der Kuh auf dem Kopf ist und der Pimmel von dem auch. Oder die, was auch immer, dann die Wichse rauslässt, die er ihr ins Gesicht reibt. Ey, was ist denn mit der Babykuh los, Alter? Die hüpft einfach raus. Ja, kann die auch. Ey, geh da wieder rein! Ach, ist doch nicht schlimm, dann wird sie halt als Erste getötet. Das Lustigste, geht ja immer wieder zurück. Die springt hoch, kommt dann da raus und geht wieder zurück. Ja, die geht ja meistens zu ihren Eltern zurück, ne? Das ist auch mit Hühnern so. Hast du das mal gesehen? Das ist wie so eine Entenfamilie. Ja, ja. Das ist richtig lustig. So, wo war denn jetzt der Ausgang hier? What the fuck? Also, Kühe habe ich gefüttert. Bist du jetzt gerade bei dir oben, oder was? Ja, ich bin ganz oben. Okay, ich komme noch mal gucken. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte mir gerade irgendwas bauen, aber ich weiß nicht mehr, was. Bin ich hohl, ey. Jetzt gehe ich noch mal hier hoch und gucke noch, was ich mir bauen wollte. Ja, ich wollte Steine machen. Öfen ganz wollte ich mir bauen. Gefährlich hier bei dir, hör mal. Über den einen blockbreiten Steg da. Ist saugefährlich, ohne Witz. Da muss nur ein Achmed irgendwo unten stehen und schießen. Du fällst bis tot. Ja, ich muss die Brücke noch weiterbauen, da gebe ich dir recht. Also nachts komme ich dich nur ungern besuchen. Okay. Da habe ich Angst, ey. Ich kann das ja beleuchten. Oh. Weißt du? Ja. Das wäre vielleicht so eine Idee. So, oh ja. Yeah. Oh, was haben wir denn da hinten? Warte mal, ich muss noch eben meine Minimap-Dinge anmachen. Da hinten wohnen Taddel und Klim. Ja. Und Herr Bergmann. Ne, Herr Bergmann ist noch ein bisschen weiter. Ja, ist aber auch nicht so weit eigentlich. Vor allem Porkchop. Porkchop von hier aus 444 Meter. Ja. Klims Berghütte ist da. Mein Haus ist knapp 270 Meter entfernt. Das ist schon krass. Aber es ist gut, dass man alles dann so auf einen Blick hat. Müsstest du ja jetzt auch haben. Ja, habe ich auch gerade.
Gibt es da einen Shortcut-Key für, wie man die ausblendet? Nicht, dass ich wüsste. Achso. Keine Ahnung. Gibt es wahrscheinlich, aber ich mache das selber immer an und aus. Ja. In Game Waypoints ist das ja. Kann ich auch anlassen. Ach, hier oben wolltest du dann auch noch weiterbauen? Lol. Ja, ich will hier mein Haus oben haben, weißt du? Boah, ganz schön weit hoch. Vor allem, du bist hier gerade genau auf der Höhe. Okay, nicht ganz, aber 170. Mein Lagerturm geht bis Höhe 170. Okay. Also ich habe bei mir gerade so aus dem Berg rausgebuddelt. Wir können ja einfach mal einen Angriff nehmen, da bauen wir einfach hier quasi geradeaus so eine Brücke durch den Berg, durch zu dir dann. Dann haben wir eine Abkürzung. Lol. Dann müsste man von hier aus auf den Berg da drüben, von dem Berg auf den noch weiter vorne, da wo Schnee drauf ist. Ja. Von dem aus nach links und von dem aus dann noch eine Brücke zu meinem Berg. Hört sich gut an für mich. Lass machen. Komm, los geht's. Boah, jetzt, lol, ne. Ich glaube, das machen wir mal in irgendeiner der nächsten Folgen, ne? Wenn wir ein bisschen mehr haben. Ich würde sagen, das machen wir irgendwann in einer der nächsten 100 Folgen. Oder also in der nächsten 100 Jahre vielleicht auch. Ja, vielleicht. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ach, geht, sagt er. Ja. So Brücken hast du ja ruckzuck gebaut, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem das, was du hier gebaut hast, das ist keine Brücke. Nee, das ist ein Steg. Das ist ein Steg, ja. Ich weiß, also ich weiß, wo die feinen Unterschiede sind. Aber ich glaube, wir sollten mal einen Cut machen, ne? Ist schon wieder ganz schön lang, ne? Die Folge. Ja, sind schon wieder bei knapp 30 Minuten, ja gut. Ja, dann verabschieden wir uns mal, ne? Ja. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.